Hi ihr Süßen und willkommen zurück zu einem neuen Part Conan Exiles. Heute gibt es eine Baufolge und zwar mein Schloss, Burg, was auch immer es dann sein wird. Ich habe da schon das Fundament hergerichtet, weil es tatsächlich für mich sonst ein bisschen kompliziert ist. Ich brauche nämlich da wirklich immer lange dafür, bis ich mir überlegt habe, wie ich es gerne hätte. Wir starten also sofort rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und let's go! Wir sind also wieder zurück in unserer kleinen, beschaulichen Base und ich habe die Kamera auch ausgemacht für euch, damit ihr die komplette Bauerfahrung wahrnehmen könnt. Ja, keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Freya ist auch wieder da, aber um Freya geht es ja heute nicht. Wir düsen jetzt komplett überladen mit den restlichen Steinen, die ich noch habe. Ja, ein paar sind es, ein bisschen Holz. Ich hoffe, das reicht uns für eine Mauer drumherum. Und heute werde ich ausnahmsweise ein bisschen cheaten, denn ich möchte euch das Ganze natürlich auch von oben zeigen. Wie gesagt, habe ich die Fundamente schon gesetzt. Auf meinem PvE-Server habe ich auch hier gebaut. Da habe ich es aber tatsächlich so gemacht, dass ich die beiden Türme verbunden habe und dann hier im Wasser weitergebaut habe. Ich kann euch das gerne mal einblenden, wie das ausschaut. Und dementsprechend dachte ich mir natürlich hier, lasst uns doch einfach dann zur anderen Seite hinbauen. Und ich hätte auch sehr gerne die beiden Bäume mit in meiner Base. Was ich dann damit mache, das weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und dadurch, dass meine Base hier ja PvP geschützt ist, muss ich jetzt auch nicht ganz so krass darauf achten, dass ich überall die Zäune außenrum mache. Genau, so sieht eben das Ganze jetzt aus. Ich habe geguckt, dass wir dann an jeder Ecke immer so einen kleinen Turm haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die Größe so belasse. Vielleicht mache ich es auch noch ein bisschen größer. Und das wird natürlich dann das Hauptgebäude sein. Da habe ich eben auch, ja, hier einfach so drumherum gebaut. Ich weiß, das sieht, wenn man die Fundamente anschaut, immer ein bisschen scheiße aus. Aber Leute, trust the process, das wird am Ende bestimmt richtig cool. Dann soll hier ein Eingang sein. Und auch hier auf der Seite. Und ich hätte gesagt, dass wir vielleicht auch gleich hier starten. Ich mache mal wieder das Fliegen aus. Und wir gucken mal, wie viele Sandsteinmauern wir herstellen können. 220. Okay, dann schauen wir mal, für wie lange uns das reicht. Und ich weiß dann auch noch gar nicht, ob hier ein Tor reinkommt oder einfach nur zwei Türen. I don't know. Wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier außenrum einfach eine Mauer zu ziehen. Ist natürlich wirklich schwer, wenn man überladen ist. Aber ja gut, das kann man halt jetzt einfach nicht ändern. Ich bin gestern beim Farmen dann auch noch einige Level aufgestiegen. Wir sind jetzt bei Stufe 31 und natürlich habe ich auch wieder Attribute vergeben und ein bisschen was im Wissen freigeschaltet. Genau, das ist dann gestern so gewesen noch im Off. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen die Mauer gezogen bekommen. Thank you.
Ja, so eine Sachen sind natürlich dann immer blöd. Prinzipiell müsste ich ja jetzt so hochgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag, aber ich denke, wir machen das jetzt einfach mal und schauen uns dann am Ende an, wie das Ganze ausschaut. Oder ob wir vielleicht doch, mein Gott, das Gras. Oder ob wir vielleicht dann doch nur zwei Mauern hochgehen und das dann aber irgendwie schön verbinden. Oh ja, schön. Und jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Geil. So, dann gucken wir uns das doch mal an, wie das so ausschaut. Ich möchte halt auch nicht alles hier mit der Mauer haben. Deswegen habe ich mir gedacht, bis hier ist die Grenze eigentlich ganz okay. Hier müssen dann natürlich noch Fundamente rein, damit es auch nach was ausschaut. Und Sandstein sieht sowieso immer blöd aus. Aber ich glaube, so bis jetzt finde ich es eigentlich ja gar nicht so schlecht. Das Ding ist halt jetzt nur, dass wir dann hier oben bloß eine Mauer hoch haben und eigentlich gefällt mir das nicht. Jetzt ist halt die Überlegung, wie ich das am besten mache. Ob ich hier jetzt noch was draufsetze. Ebenso. Ja, ich glaube, ich mache das so. Wir können das bestimmt dann auch irgendwie cool verbinden. Ja gut, Leute, jetzt bin ich... Wartet mal hier. Nee, das muss noch weg. Jetzt bin ich tatsächlich einmal rum mit der Mauer. Ich habe jetzt noch 33 übrig. Hier muss ich das natürlich noch fixen, damit hier dieser blöde Dings nicht ist. Da muss ich dann noch schauen, wie ich das am besten mache. Kann ich das nicht von hier? Ah ja, doch. Aber das geht nicht. Dann mache ich es so und... Na, gehst du oben drauf? Ja. Machen wir es mal so. Dann nehmen wir wieder hier die Sandstein-Ding. Bitte da oben auch. Okay, mag er gerade nicht. Nervt. Macht aber nichts. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir nochmal eins. Das muss nämlich eigentlich dann hier hin, wenn das jetzt geklappt hat. Nee, hat es natürlich nicht belastend, aber das klappt. Gut, also wir haben hier den Eingang, wir haben da den Eingang. Wir haben einmal die Mauer drumherum. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit diesen zwei Bäumen machen würdet. Soll man vielleicht in der Mitte so eine Wendeltreppe hochbauen und dann hier oben jeweils noch, weiß ich nicht, so ein kleines Chill-Baumhaus mit Leseecke oder however. Machen wir erstmal die Bude hier. Ich möchte nämlich gucken, ob wir das hier nicht als Schlafzimmer nehmen. Und die andere Seite, ja, dann vielleicht so, weiß ich nicht, als Badezimmer oder Wohnzimmer mit Kamin und so. Ja, im Prinzip ist ja dann der Raum an sich eigentlich schon fertig. Ja, Leute, und das ist jetzt aktuell der Zwischenstand. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir auf alles mal schon mal ein Dach draufsetzen. Das wird nämlich sowieso die nächste Herausforderung mit diesen Kaldingern. Ob ich jetzt auch überall ein Dach drauf kriege. So, ja, fangen wir mal an. Lasst mich mal gucken. Wir brauchen dann womöglich einfach immer nur die. Ich bin gespannt, ob das am Ende zusammenpasst. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ach ja, was brauche ich denn? Die Dinger, und zwar ganz viele davon. Dass das auch dann hält. Und klar, wir haben es jetzt schon hier rot mit der Stabilität. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Vielleicht müssen wir dann auch mit Säulen arbeiten. Weil hier zum Beispiel geht jetzt schon keins mehr hin. Genau, oder? Doch, noch geht's.
Scheiße, hier geht's nicht mehr. Nein. Dann nehmen wir jetzt zuerst die und klatschen das hier mal zu. Ihr braucht euch überhaupt auch gar nichts denken. Ich baue nämlich immer so verspult. Okay. Ja gut, vielleicht kriegen wir ja jetzt die Dinger rein. Ja, sehr gut, jetzt geht's. So, dann haben wir das hier auf jeden Fall schon zu und machen mit dem nächsten weiter. Super. Haben wir das auch erledigt? Gehen wir mal raus und setzen uns dann hier einfach mal die Zäune hin. So. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, was sagen wir denn dazu? Finde ich jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht. Wisst ihr, was ich gerne immer noch mache? Und das zeige ich euch jetzt auch ganz kurz im Flugmodus. Ich mache gern an meine, ja, Burgen oder wie man auch immer das bezeichnen möchte, gerne noch so Zwischendinger hin. Ich weiß nicht, wie kann man das denn am besten erklären? Keine Ahnung. Ihr seht es gleich, was ich meine. Und zwar machen wir das jetzt mal so, beziehungsweise hier unten muss natürlich auch noch was hin. Und dann brauchen wir Fenster. Die machen wir jetzt mal so hin. Und hier. Und dann brauchen wir ein Dach. So. Und jetzt haben wir hier an der Burg nämlich noch so ein kleines süßes Ding. Weiß nicht, wie man das nennt. Aber ich liebe das, sowas zu machen. Wenn dann da auch noch Licht drinnen ist, dann ist es schön beleuchtet. Man kann es jetzt zwar nicht benutzen, aber das ist prinzipiell ja auch nicht so wichtig. Das Gleiche könnten wir natürlich auch hierhin machen. Ja, dann wird das auf jeden Fall langsam. Wir setzen jetzt hier natürlich auch noch das Dach drauf. Und ja, ich weiß, solche Parts sind jetzt wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Aber das lässt sich halt jetzt gerade nicht ändern. Das ist nun mal so bei Bauparts. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich mag das auch, dass es unterschiedliche Ebenen sind. Wir können natürlich hier auch diese kleinen Dinger noch hinmachen. Aber soweit haben wir das jetzt erstmal. Wie sieht es denn von der anderen Seite aus? Ja, eigentlich auch ziemlich nice. Ich möchte dann die Mauer auch doppelt haben. Vielleicht können wir das jetzt noch kurz machen. So Leute, bevor ich euch das fertige Ergebnis zeige, machen wir jetzt nochmal hier was. Und zwar habe ich das normalerweise immer so. Jetzt muss ich noch gucken, ob das auch geht. Deshalb müssen wir jetzt mal hier alles reinklatschen. Und dann brauchen wir diese Keilteile. Ja, einmal hier und einmal da. Und da müssen wir das Ganze selbstverständlich überlastet, wie wir sind, auch noch von der anderen Seite machen. Einmal da und einmal da. Dann hatten wir ja ein Fensterle hier in der Mitte. Und die beiden Dinge. Und dann habe ich das auch schon fertig. So, wir gucken es uns jetzt mal an.
Ich habe jetzt die Wände noch doppelseitig gebaut und habe auch die Zäune drumherum. Und an den Stellen, wo ich schon gesagt habe, dass Türmchen hinkommen, hier schon mal die provisorischen Türmchen reingebaut. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Hier hinten ist auch noch ein Türmchen, aber den sieht man halt leider nicht. Das Ganze, was ich auf der Seite gemacht habe, das mache ich natürlich jetzt auch noch auf der Seite. Und schon haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge geschafft, was hier unsere Burg betrifft. Ob ich diese Dinger hier lasse, das überlege ich mir noch. Man könnte natürlich vielleicht auch noch hergehen und das Ganze dann so noch gestalten. Das können wir jetzt auch noch mal machen. Dass man das hier noch so macht. Und dann hat es doch schon wieder einen etwas besseren Blick da drauf. Ja, Leute. Und in dem Sinn würde ich sagen, war es das jetzt mit unserem heutigen Baupart. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das bisher gefällt. Wie gesagt, schreibt mir gerne alle möglichen Tipps und Tricks in die Kommentare. Oder was ihr noch bauen würdet und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Bye!